warum das Mädchen wohl gesucht wird? Sie sieht doch eigentlich sehr nett aus. Plakate abnehmen verboten. Er untergräbt die heilige Erde. Haltet den Wurm! Glitschiges Kleines, er ist einfach zu schnell. Da liegt eine alte Flasche im Müll. Sie ist gefüllt mit gegorenem Nektarinensaft. Wie lange die hier wohl schon liegt? Riecht nach Dienstag. Vor einem Jahr. Und hier landet also Conroys Müll. Was haben wir denn da alles? Alte Vase, Spindel, rechte Hand von einer Stadtwache. Den Schal, den ich zum Geburtstag geschenkt habe. Der muss aus Versehen in den Müll geraten sein. Davon will ich nichts mitnehmen. Conroys Müllschacht. Warum führt er denn mitten in ein Wohngebiet? Mist. Lässt sich nicht bewegen. Dabei kann man so einen Tunnel immer gut gebrauchen. Ein Phosphos. Conroy hasst Phosphos. Ich mag sie. Sie machen Licht. Ich mag Licht. Da komme ich nicht dran. Eine Windsocke, die sich im Wind windet. Oh toll, meine eigene Windsocke. Windsocken sind super. Sieht ziemlich vergoren aus. Puh, das riecht ja widerlich. Oh, dieses Lächeln würde ich überall erkennen. Conroy. Lieber nicht. Er sieht aus, als wäre er schon wieder wütend auf mich. Oh, eine Krücke. Wem die wohl gehört? Tja, wenn die hier so rumsteht, kann ich sie ja mitnehmen. Oh, jetzt ist mir die Spitze abgebrochen. Ich hoffe, derjenige, dem die Krücke gehört, kommt nicht zurück, obwohl ich wahrscheinlich schneller wäre. Der Typ sieht aus, als würde er mich ohne zu zögern überfallen. Ich sollte ihn einfach mal fragen, ob er mir hilft. Hallo, könnt ihr mir vielleicht helfen? Kommt drauf an, was du brauchst. Müll habe ich keinen. Müll? Wie bitte? Nein, ich doch nicht. Niemand handelt hier mit Müll. Ich am allerwenigsten. Ja, ich suche auch eigentlich... Brauchst du Müll? Was verkauft ihr hier? Tja, ohne angeben zu wollen, kann ich wohl behaupten, dass es sich bei meiner Ware um den besten Müll in ganz Asposien handelt. Ihr verkauft stinkenden Abfall? Ah, ich merke schon, ich habe hier einen Kenner vor mir. Interessierst du dich schon lange für Müll? Ich, hab ihn bisher immer nur weggeworfen. Na, dann hab keine Scheu, dich in meinem Laden umzusehen. Ist das ein A? Das hier? Möchtest du vielleicht einen Buchstaben kaufen? Den gibt es schon für günstiger Aspiriri. Wozu sollte ich den denn brauchen? Wie heißt du, Junge? Robert. Tja, wenn du ein A hättest, könntest du zum Beispiel Roberta daraus machen. Oder Robert. Die Möglichkeiten sind einfach unbegrenzt. Nein, danke. Mein Kopf tut weh.
Was ist denn das? Das hier, ein exquisites Sandwich. Wurde auch erst zweimal gegessen. Danke. Lieber nicht. Sicher? Ich hätte auch noch einen halben Wollmilchshake dazu. Ich bin mir zumindest ziemlich sicher, dass es ein Wollmilchshake ist. Danke, danke. Keinen Hunger. Nicht mehr jedenfalls. Wahrscheinlich nie wieder. Was ist das da? Das hier ist leckerstes Taubenfutter. Ich schwöre, nichts, was Flügel hat, kann dem hier widerstehen. Toll, genau das, was ich brauche. Kann ich das haben? Für Aspororo gehört es dir. Aspororo-ri, klingt super. Was ist das? Der Preis für das Taubenfutter. Aha, und was bedeutet das? Na gut, ich verstehe schon. Du willst also verhandeln. Will ich das? Ich biete dir Asporora. Aspora? Willst du mich beleidigen? Na gut, was hältst du von Aspororo? Und dazu bekommst du diese schöne Conroy-Puppe. Wer immer seine Arbeit tut, den finden die Basilen gut. Das ist ja auch sehr nett, aber ich brauch sie gar nicht. Weißt du eigentlich, was die alles kann? Hast du Pech und 7 Plagen? Nicht verzagen, Conroy fragen. Und das alles bekommst du für Asporora. Noch weiter gehe ich mit dem Preis aber nicht runter. Aber... Na gut, Asporo. Aber noch tiefer gehe ich wirklich nicht. Ich weiß leider nicht, wovon ihr redet. Könnt ihr mir nicht einfach das Futter geben und... Na fein, ich sage Aspiriri. Wie bitte? Aspiri! Warum schreit ihr mich denn an? Ach, verdammt mich. Na fein, ich gebe dir das Futter für Asp. Jetzt zufrieden? Ich weiß nicht. Was? Okay, ich lege die Puppe noch oben drauf. Einverstanden, nimm sie einfach. Heißt das, ich könnte die Puppe und das Futter umsonst? Ja, sag ich doch. Wie sehr willst du mich eigentlich noch demütigen? Danke, ihr seid wirklich sehr nett. Und du bist der durchtriebenste, hartherzigste Asposer, den ich je das Missvergnügen hatte zu treffen. Oh, das tut mir sehr leid für euch. Danke für das Futter. Der Beutel ist mit einem Faden zugebunden. Der Beutel ist mit einem Faden zugebunden. Oh, ich mach mal den Knoten auf. Hä? Da ist ja gar nichts drin. Was ist los? Willst du etwa dein Geld zurück? Naja, der Beutel ist schon ein bisschen... Freundchen. Ich meine, dieser praktische Faden ist genau, was ich haben wollte. Junge, wo hast du das denn her? Alkohol ist gegen das Gesetz. Oh, ich wusste nicht, dass... Nein, ernsthaft, wo hast du die Flasche her? Das Zeug ist schwerer aufzutreiben als Zyankali. Die Original-Conroy-Puppe für seine treuen Fans. Sie kann sogar sprechen, wenn man draufdrückt. Wer immer seine Arbeit tut, den finden die Basilen gut. Toll, die Puppe hat sogar Conroys Stimme. Hey, Wurm, du siehst durstig aus. So, komm her, die Party ist vorbei. Ich schätze, er merkt eh nicht mehr viel.
So, auf was soll ich zuerst schießen? Na gut, ich hoffe nur, ich tue ihm nicht weh. So, Wurm, du bist wieder frei. Aber der Korken bleibt bei mir. Gute Idee. Oh, das hat nicht ganz geklappt. Wenn ich das Ende der Windsocke mit dem Faden zusammenbinde, bekomme ich einen prima Kescher. Du entkommst mir nicht. Hey! Und was glaubst du, was du da machst, du Clown? Kleiner Tipp. Du klaust gerade meine Taube. Oh ja, was? Ich klau keine Taube. Sie hat Conroy beklaut, sonst hätte ich sie ja nicht geklaut. Bist du eigentlich öfter hier? Wie auch immer. Huck, komm her. Sag deinem Conroy, von nun an weht ein anderer Wind. War nett, dich kennenzulernen. Okay, ganz ruhig. Was würde Conroy jetzt tun? Oh nein, er wird mich umbringen. Ich muss diese Taube finden. Und das Mädchen. Vor allem das Mädchen. Wenn ich bloß ihren Namen wüsste. Laura, gesucht wegen Diebstahl, Staatsfeindlichkeit, Körperverletzung, Kaugummikauen in der Öffentlichkeit, Basilenerzürnung. Sie hat ein hübsches Lächeln. Bevor sie hier herumliegt. Meine Güte, hoffentlich ist dem Fisch bei dem Sturz nichts passiert. Der ist ja ganz fettig. Ich kann ihn nicht packen. Naja, dann könnte ich... Obwohl... Nein. Diese Melodie, sie kommt mir irgendwie bekannt vor. Hallo. Hallo, junger Mann. Dich habe ich hier ja noch nie gesehen. Ich bin auch neu in der Stadt. Wer kommt denn bitte freiwillig hierher? Eigentlich suche ich nur jemanden. Hast du ein Mädchen mit einer Taube hier langkommen sehen? Sie heißt Laura. Die von den Fahndungsplakaten? Ja, die ist eben an mir vorbeigelaufen. Ich muss sie finden. Wie gut es sich da trifft, dass ich weiß, wo sich die Kleine herumtreibt. Was? Wirklich? Oh, toll. Ihr müsst es mir sagen. Sie hat Conroy bestohlen. Der arme Conroy. Ich hab ja nichts, was man stehlen könnte, seit mein Mann mich verlassen hat. Das tut mir leid. Braucht es nicht. Er wurde versteinert. Oh. Ja, zumindest auf die Basilen ist Verlass. Du weißt also, wo sie ist? Ich weiß so einiges, mein Kleiner. Aber jedes Wissen hat seinen Preis, wenn du verstehst, was ich meine. Aha. Du verstehst es nicht, oder? Ich fürchte, nein. Ich würde es dir ja gerne sagen. Aber die Sorge um mein Baby hat mich vergesslich gemacht. Wenn ihm wieder warm würde, könnte ich mich bestimmt besser erinnern. Sag mir doch einfach, wo sie ist. Ach, hast du dafür was für mich? Nein? Dann kann ich mich gerade leider nicht erinnern, wo sie hingelaufen ist. Dieses Lied, es erinnert mich an etwas. Schön, nicht wahr? Meine liebe Mutter hat es mir auch immer vorgesungen.
Woher kennst du denn das Lied, das du gerade gesungen hast? Meine Mutter hat es mir beigebracht. Und woher hat die es? Von ihrer Mutter. Ah, und wo hat die es her? Von ihrer Mutter. Ach so, und woher kennt die es? Der Wind hat es erfunden. Punkt. Sag mir doch einfach, wo sie ist. Ach, hast du dafür was für mich? Nein? Dann kann ich mich gerade leider nicht erinnern, wo sie hingelaufen ist. Deinem Baby ist also kalt, aber es guckt so glücklich. Ja, mit einem Lächeln kann es die Welt besser ertragen. Also die Kälte oder den Hunger oder die Hoffnungslosigkeit. Oh, das tut mir leid. Wie leid? Was? Naja, Mitleid bekomme ich überall geschenkt. Was ich wirklich brauche, ist etwas zum Anziehen für mein Kind. Oh, das kann ich verstehen, aber ich muss jetzt wirklich... Danke, du bist ein Engel. Also ich dachte da an sowas wie ein Leibchen. Ein was? Ein Leibchen aus Erdbeergarn. Zum Anziehen für mein Baby. Könntest du nicht einfach in die ungefähre Richtung zeigen, in die sie gelaufen ist? Wenn du mir das Leibchen besorgt hast, bringe ich dich sogar persönlich hin. Wie heißt denn das Kleine? Conroy. Ach, wie toll. Du hast es nach dem Abt benannt. Man weiß ja nie. Vielleicht stimmt das die Basilien ja milde. Ich finde, der Name passt sehr gut zu ihm. Danke. Es ist ein Mädchen. Aber woher bekomme ich so ein Leibchen für dein Baby? Wenn ich das wüsste, würde ich mich selber darum kümmern, glaub mir. Aber ich muss nun einmal hier bleiben und die wenigen Habseligkeiten, die ich besitze, beschützen. Und das Baby. Wo soll ich nur anfangen zu suchen? Dir fällt da schon was ein. Oh, und es sollte schon echtes Erdbeergarn sein. Aber das ist doch der teuerste Stoff von Asposien. Der Stoff der Windmönche, der Herrscherstoff. Das Baby besteht darauf. Oh, ja, natürlich. Ich schätze dann... Solltest du mal anfangen, danach zu suchen. Okay, also ein Leibchen aus Erdbeergarn. Kann ich nicht einen normalen Stoff dafür? Wenn du willst, dass das arme Kleine weiter friert, willst du das? Nein. Dann besorg lieber schnell das Leibchen. Na dann, auf Wiedersehen. Okay, falls du mich suchst, weißt du ja, wo ich bin. Ich werde sicher nicht nach Hause gehen.